Aloha, ich grüße euch. Ja, es gibt Neues und zwar vier neue Creative Paper Collections. Das sind diese Bücher und ja, wieder wunderschöne Muster und die zeige ich euch natürlich von vorne bis hinten, von A bis Z. Wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Kanal abonnieren nicht vergessen. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, ich freue mich. Ich mag diese Bücher total gerne. 1,99 je Stück. Und ich zeige euch die jetzt mal alle so. In der Schnellversion. Und dann natürlich einzeln. Buch für Buch oder Block für Block. Dann haben wir den grünen hier und der sieht so aus. So, ich glaube, mit dem grünen fangen wir auch direkt an. Also ich lese mal vor, das ist von Craft Sensation, Paper, Cards, Sticker, Gift Paper, Giftbox. Also Papier, Karten, Sticker, Geschenkpapier und eine Geschenkbox. Kreativ. Papierkollektion. So. Guck mal, auch das kann man verwerten. Ne? Guck mal, wunderschön. Hier sind die Geschenkpapiere drin. Die sind immer doppelseitig. Ich mag die total gerne. Kann man natürlich auch für alles andere nutzen. So, das ist die eine Seite. Und das ist die andere. So. Dann sind drei Bögen sind drin. Dann haben wir hier dieses hellgrüne. Ich hoffe, das kommt so rüber. Und dann hier so, ja, wie so gepresstes Papier oder geschöpftes Papier. So, Entschuldigung, dass meine Finger so ein bisschen grün noch sind. Ich habe Hintergründe gematscht und das geht nicht so einfach. Los. Hier sind vier sogar, vier Sheets. Richtig cool. Dann haben wir hier so eine Art Watercolor. Ich hoffe, das kommt so richtig rüber. Ich so hinlege, ist vielleicht besser. Und auf der Rückseite so ein bisschen Vintage. Und dann haben wir hier einmal normales Grün. Also Uni-Grün und ein Beige. So. Das sind die Geschenkpapiere. Die sind hier vorne immer drin. Die waren auch zugeklebt. Also die sind hier so zugeklebt. Die habe ich vorher alle geöffnet, damit ich da nicht so rumfummel. So. Ja, dann blättern wir mal weiter. Dann haben wir hier, das ist dünnes Papier, dieses tolle Muster. Ja, richtig schön. Doppelseitig auf der anderen Seite so. Auch schön, um Briefumschläge zu machen. So, dann haben wir hier auch so ein bisschen auf Used, gebraucht Look. Und auch hier wunderschön. Dann haben wir hier so Watercolor, da Uni. Hier mit Kaffeeflecken, dann hier zerknülltes Papier. Also sieht aus wie zerknülltes Papier.
Dann hier wieder dieses Faserpapier. Ja, dann wiederholt es sich. Das finde ich auch schön, dass das doppelt drin ist. So, ich lege es mal kurz ab, damit ich blättern kann. So, und dann haben wir hier schon die ersten Postkarten, die man so nutzen kann, aber auch weiterverarbeiten kann, als Tag nutzen kann. Also Möglichkeiten ohne Ende. Was steht hier? Wake up and be so very awesome, my dear. Congratulations, you're my best friend. A very, very happy birthday to you. Also wieder vielseitig einsetzbar. Das ist auch wieder doppelt. Dann haben wir hier diese kleinen. Ich zeige es mal von hinten. Könnte man auch als Tag nutzen und dann was draufschreiben. Auch wieder doppelt. Und dann hier diese. Und hinten drauf, wer da die Motive nicht mag, kann ja hinten die nehmen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dann haben wir hier Tags und hier so kleine, ja, Wimpel. Ich zeige erstmal die Tags. Und die haben auch sogar eine Rückseite. Dann haben wir hier diese Sechsecke. Achso, das ist dann hier, kann man zum Beispiel auch Geburtstagskarten mitmachen. Zum 16., zum 18., zum 30., zum 21., zum 50., zum 60. Also auch wieder für alle Eventualitäten was da. Und zur Not könnte man das auch hinten so noch nutzen. Dann haben wir wieder die Tags, die sind gleich. Ich gucke mal gerade. Ja. Und dann auch wieder die Zahlen und die Sprüche. Dann kommen die Sticker. Ideal also auch für Planer. Ja, richtig schön. Tolles Grün. Sieht richtig klasse auch aus. Auch hier unten die Herzchen. Mit, also die folierten Herzchen, sehr schön. Auch die grünen, sehr, sehr schön. Hier haben wir noch mehr Sticker. Und nochmal Sticker. Ich muss mal gerade gucken. Okay, Januar bis Dezember haben wir hier. Und hier auch to pay, to give, to do, to taste, to watch, to try. Ja, verschiedene Sachen, also auch wieder sehr schön für den Planer. Dann, ja, wie in diesen ganzen Büchern, ein Geburtstagskalender. Kann man die Geburtstage eintragen. So, dann was zum Malen. Auf der anderen Seite auch. Dann haben wir hier, ja, Dear Friend, ne? Lieber Freund, kann man was schreiben oder also ist ja auch ideal fürs Junk Journal. Ich mache zwar kein Junk Journal, aber ich denke, die sind ideal dafür. Ja, hier haben wir kleine Wimpel, kann man sich daraus machen, ne? Ausschneiden und dann umknicken und dann kann man Namen oder Wörter oder Sprüche sich damit machen. Dann haben wir hier wie so ein Poster. Oder, ja, also Papier und da wieder so. Dann haben wir hier, das ist, ne, von Januar bis Dezember. 12 so Tags, auch sehr schön. Und wer das nicht mag, auf der Rückseite sind dann hier nochmal Sprüche und Bilder. Und hier haben wir dann nochmal den Geburtstagskalender. Nochmal was zum Malen. Also es wiederholt sich nochmal. So, die Emmy quietscht.
So, und dann haben wir hier eine Pillowbox. Die kann man sich, ja, muss man ausschneiden. Die ist nicht vorgestanzt. Muss man sich ausschneiden. Dann hat man eine Pillowbox. Hier nochmal zwei von diesen. Und hier hat man, hier war ja früher auch schon mal was drin. Hier ist jetzt nichts drin. Stand aber auch nicht bei, dass da irgendwie was zugehört. Sonst war schon mal ein bisschen Ribbon oder so da drin. Oder diese Pillowboxen waren schon ausgestanzt. Fertig. So, das ist der erste Block. Ja, ich finde wieder richtig klasse. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss jetzt gerade erstmal Emmy abfrühstücken. So, dann kommen wir zum nächsten. Achtung, Lucy hier. So, dann fangen wir wieder an. Das ist schon abgegangen, ist nicht schlimm. Fangen wir wieder an mit dem Geschenkpapier. So. Wow, sehr, sehr schön. Lauter kleine weiße Pünktchen. Es ist ja so Altrosé, kommt in der Kamera jetzt nicht so rüber. Und hinten ist es schwarz mit Pünktchen. Und dasselbe ist halt vorne mit diesem Altrosé. Ich glaube, so kommt es besser rüber. Ne? Also auch sehr schön. Dann haben wir hier, ja, das ist eher so ein Aprikot mit so Pünktchen. Und hier haben wir ein, hat man goldene. Das sind Sternchen. Das sind Sternchen. Sieht aber richtig toll aus. Und das hier sind auch Sternchen. Okay. Ich sollte die Brille aufziehen. So, dann haben wir hier kleine Halbmonde. Auch in Rosa. Ich glaube, so sieht man es besser. Das Rosa. Und hinten schwarz mit Gold. So, und jetzt, wow, guckt mal. Guckt euch das an. Machen wir einmal hier. Wow. So ein schöner Himmel. Und dann einmal das in bunt. Klasse. Versuch's mal ein bisschen näher zu halten. Toll. Richtig klasse. Tolles Papier. Richtig schön. So, dann fummel ich das jetzt mal wieder da rein. Da müsst ihr jetzt durch. Ihr spult ja nicht vor, ne? Nee, macht ihr nicht. Ihr guckt ja alles beim Basteln. So, dann einmal umschlagen. Ja, da haben wir hier so Mond und Sterne, Sternen. Konstellation und das auch in Rosé. Dann hier, was auch als Papier, als Einpackpapier, als Geschenkpapier war. Schwarz mit goldenen Halbmonden und hier das Rosé. Und hier auch wieder, ja, Sonne mit, was ist das? Also eher so ein bisschen Weltraum, aber schön. Ist sehr, sehr schön. Hier haben wir das in Beige und hier haben wir die Sternchen wieder schwarz mit goldenen Sternchen und dann in Rosé und hier haben wir ja Sonne, Mond, und hier haben wir das in Beige und hier haben wir noch mal so Sonne und Mond. Also wer da irgendwie so ein Sternzeichenalbum machen möchte oder so, ist da wirklich gut mit bedient. Sehr, sehr schön. Auch hier, guckt mal. Tolles Muster. Hier haben wir wieder die Pünktchen, was aussieht wie so Sterne. Hier auch. Das Muster. So, weiter geht's. Wassergeräusche sind jetzt weg, was im Hintergrund war. So, das, dafür sind Hundegeräusche da.
Das ist alles doppelt. Sehr, sehr schön. Ich finde es richtig klasse. So, dann kommen wir hier zu den Karten. Auch wunderschön. Richtig klasse. Und so sehen die hinten aus. Und dann haben wir diese, guckt mal, sind die schön oder sind die schön? Also ich finde die richtig klasse. Die Farben kommen gar nicht so rüber in der Kamera. Ist wirklich toll. Doppelt, dann haben wir das in lila. Ich muss dem Hund noch mal so einen Entenstick geben. Moment. So. Lucy, langsam, langsam. So. Alle Hunde abgefrühstückt. Sorry. So, aber da konnt ihr ein bisschen angucken. So. Toll. Dann hier nochmal. Und hinten sieht es so aus. Also wem das nicht gefällt, der kann das dann so nutzen. Dann haben wir hier die Tags. Auch richtig toll. Von hinten sehen die so aus. Dann hier auch diese Sechsecke, richtig klasse. Und dann nochmal die Tags, nochmal Sechsecke. Und dann kommen schon die Sticker. Wow, auch wieder toll. Richtig schön. Sehr, sehr edel. Also ich freue mich immer, wenn diese Sets rauskommen. Diese Paper Collections. Habe ich eins überblättert? Nein, das war's schon. Ja, dann haben wir hier wieder Geburtstagskalender. Ne, bis Juni hier drauf und hinten drauf dann bis Dezember. Und hier haben wir auch Januar bis Dezember. Sehr schön. Und hier, was steht hier drauf? Extraordinary. Moonchild, Stargazing, Reality, Milky Way. Sorry. Oh. Entschuldigung. Miesflash. Sorry. Also auch zauberhafte Sprüche. Also alles so ein bisschen Galaxy. Dann zum Ausmalen. Dann haben wir hier die Tierkreiszeichen. Also lag ich ja gar nicht so verkehrt, wenn einer da irgendwie was machen will. Richtig toll. Das hier. Sehr, sehr schön. Und die, wow. Toll. Und hier, ja, das sind auch wieder die Wimpel. Ne? Aber ich war, ne? Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich weiß es nicht. Tan Note. Ich weiß es nicht, was es heißen soll. Aber ihr bestimmt. Guckt mal drauf. Ich weiß es so schnell jetzt nicht. Keine Ahnung. Und hier haben wir diese Farbe. Und hier dann nochmal den Kalender. Alles nochmal doppelt. Das finde ich, wie gesagt, richtig klasse. Hier auch nochmal die Tierkreiszeichen. Dann nochmal das. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Pillowbox. Sehr, sehr schön. Und hier nochmal mit Tasche. Toll. Das war Block Nummer 2. So, jetzt kommen wir zu Block Nummer 3. So einen hatten wir noch nie in Blau. Kann ich mich nicht dran erinnern. Richtig klasse. Ich bin gespannt. Guckt mal schon. Wow. Toll. Wir schauen uns die Papiere an. Ich hoffe jetzt, dass hier mal leise ist. Jetzt schon so viel Unterbrechung, aber ich möchte es gern abdrehen. So, dann haben wir einmal ein schönes Blau. Und hier sind ganz viele Sachen drauf. Luftballons, eine Kamera, Masken, Gläser, alles Mögliche. Ich halte mal ein bisschen näher dran. Das hier sieht ja schon, guck mal, mega, ne? Ich bin total, machen wir erstmal das. Sieht auch cool aus. Und das hier. Also ich finde, das ist ein Allround-Block oder Buch für ja alle möglichen Bastler. Ne? Also da ist jeder mit bedient. Wirklich klasse, klasse, klasse. Schön gestreift.
und einmal mit so weißem Muster. Und dann kommt das letzte Blatt. Da haben wir einmal hier die Disco-Kugeln. Ich glaube so rum, ne? Und einmal einfach beige. So, das waren die Geschenkpapiere. Die nutze ich auch gerne, um irgendwas einzuschlagen. Also ein Album oder so. Ne? Oder ja, Karten komplett einzuschlagen. Man muss es ja nicht als Geschenkpapier nutzen. So. Dann machen wir weiter. Wow. Toll. Richtig klasse. Sehr, sehr edel. Ich bin total gespannt. Auch das. Richtig toll. Hier haben wir kleine Kuchen drauf, Luftballons, Partyhüte. Da auch. Und dann haben wir hier diese Glitzer. Toll. Ja, okay, das ist nicht so meins. Dann gucken wir mal auf die Rückseite. Okay, dann kann man das nutzen. Und das hier auch. Toll. Richtig als Kartenhintergrund. Mega. Richtig toll. Dann einmal dunkelblau. Hier haben wir auch Luftballons, kleine Fähnchen oder Wimpel, Wimpelketten. Ja. Dann haben wir hier die Kreise. Die erinnern mich an Hein Design. Das muss ich euch auch noch zeigen. Ich kurze Unterbrechung, weil ne, meine Gedanken schweifen wieder ab. Alles, was ich auf dem Stempelmecker gekauft habe, werde ich euch natürlich auch noch abstempeln. Aber ich musste erstmal EZ-Mount bestellen. Das ist jetzt da. Mal gucken, wann ich da zukomme. Also das seht ihr auch noch alles. So, dann haben wir beige. Dann haben wir hier so eine Luftschlange. Die Disco-Kugel nochmal. Ja, und dann wiederholt es sich. Mega. Ich finde es toll. Ich finde es richtig klasse. So. Doppelt drin. So, und dann haben wir hier das hier. Und hinten sieht es so aus. Das ist ja doppelt. Dann kommen die kleinen. Auch doppelt. Achso, und hinten sind die so. Und dann haben wir hier nochmal, ja, wie gesagt, mit den Real People, also mit den echten Leuten drauf, mag ich nicht so gerne. Außer es sind halt Leute, die ich kenne. Und, aber man könnte ja notfalls das auch noch nehmen. Oder man nimmt es als Grundkarte für eine ATC und bezieht es dann. Also da ist auch wieder der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hier haben wir ganz, ganz tolle Tags. Mega. Richtig klasse. Sehr, sehr schön. Von hinten sieht das so aus. Dann haben wir hier die Sechsecke. Und das dann natürlich doppelt. Und dann kommen die Sticker. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Noch mehr Sticker. Hier haben wir kleine, ja, runde Sticker. Wow. Best Friends Forever. Birthday Cute Love. What the fuck? Oder What's a Fish? Ups. So, und dann haben wir hier wieder so ein Papier. Mal als Collage nehmen oder halt auch ausschneiden. Oder man nutzt das hier hinten. Dann haben wir das hier. Ne, das ist Party-Einladung. Ne? Hinten kann man dann, ne, Date, Time, Thema, Dresscode. Hier, beige mit Muster. Und was steht hier? Ich kann es bei dem Licht nicht lesen, ihr Lieben. So, Cocktail, Rezepte, Tequila Sunrise, Gin,
Gin and Tonic, Pina Colada, verschiedene andere. Dann hier wieder was zum Schreiben. Dann der Geburtstagskalender. Dann wieder hier diese Wimpel, die man sich machen kann. Oder halt das hier nutzen kann. Das ist ja jetzt wieder doppelt. Und dann kommt zum Schluss wieder die Pillowbox und oben so zwei Rechtecke. Wenn man das nicht nutzen möchte, kann man das ja nutzen. Und hier wieder eine Tasche. Toll. Auch ein toller Block. So, jetzt kommen wir zum letzten. Und ja, der ist von außen schon mal mein absoluter Liebling. Ich habe eben einmal grob durchgeblättert. Wow. Toll. Aber ich finde die alle bis jetzt toll. Also kann man nicht motzen. Wir schlagen mal auf. Ich glaube, den hole ich mir auch ein zweites Mal. Wenn das drin ist, wie ich das jetzt alles so gesehen habe. Einmal haben wir hier ein dunkles, schönes Blau und dann hier die Blümchen. Voll meins. Mag ich total gerne. Richtig schön. Und hier haben wir diese Bordeaux-roten Blümchen. Guckt mal. Ich finde es richtig toll. Und auf der anderen Seite auch dann Bordeaux-rot. Ich mach's mal. So könnt ihr das sehen. Ne? Toll. Also, top. Und hier haben wir so Kränze. Und hinten ist es schwarz, damit ihr es so sehen könnt. Toll. Und dann haben wir hier so ein, ja, Aubergine. Und hier sind ganz viele lila Blumen. Passt mega zusammen. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Jetzt fummel ich es wieder rein. Ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr damit schon gearbeitet habt. Das sind ja nicht die ersten, die es bei Action gibt, sondern da gab es ja schon ganz, ganz viele. Und ja, wow. Meins. Ich finde es toll. Ich mag Blümchen, total toll. Und hier, klasse. Da fehlen mir die Worte, es ist toll. Es ist richtig klasse. Wow, wow, Hammer. Also den brauche ich auf jeden Fall ein zweites Mal. Ich mache gerade ein A5-Album aus Briefumschlägen und ich glaube, eins werde ich hiermit machen. Okay, dann wiederholt es sich wieder. Das hat ja, ups, oder ist es schon? Ja, ist auf jeden Fall schon. Das ist alles doppelt. Wie gut, wie gut, wie gut. So, dann haben wir hier die Postkarten von hinten, sehen die so aus. Dann noch mal die Postkarten, dann die kleinen Kärtchen, die sehen von hinten so aus. Dann haben wir die hier und die sehen von hinten so aus. Und dann kommen die Tags. Die von hinten sehen die so aus. Dann die Sechsecke. Von hinten sehen die so aus. Also man hat immer die Wahl. So, und das sind auch nochmal die Sechsecke. Und dann kommen schon die Sticker. Auch sehr, sehr schön, sehr edel. So, und das haben wir. Boah, das, die Farbe kann ich gar nicht. Das ist so rot, rosa. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich versuche es mal ein bisschen. Seht ihr das so?
Wow. Toll. Auch noch mal die Sticker. Und dann haben wir hier auch noch mal die runden Sticker, auch mit Monatsnamen. Und dann kommt der Geburtstagskalender. Und hier noch mal auch ein Kalender. Wer das nicht möchte, der kann diese Sprüche oder auf Englisch Quotes nutzen. Boah, Hammer. Guckt euch das an. Und daraus Fähnchen machen, also so Wimpel, werde ich auf jeden Fall mal machen, werde ich euch zeigen. Und hier oder hier die Buchstaben. Aber ich entscheide mich hier wirklich dafür, weil ich es einfach klasse finde. Mega. Haben wir hier dieses Bild. Das. Dann hier was zum Malen. Und hier, wow, sehr schön. Und hier auch nochmal. Und guckt mal, das kann man schön als Vorlage nehmen, um ein paar Blümchen zu malen. Ne? Ein paar Gräser. Sehr schön. Und hier nochmal. Ne? Draw your own flowers. Mal deine eigenen Blumen. So, dann haben wir das nochmal. Sehr, sehr cool. Und hier haben wir. Oh, das kann man sehr, sehr schlecht sehen. Das klebt. Oh nein, hier. Oh nein, 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 nein. So. Das ist auch eine Pillowbox, kann man aber sehr schlecht sehen. Aber man kann ja auch das nutzen. Und hier ist nochmal das Papier halt in dicker. Und leider ist es hier. Okay, das ist ganz. Hier ist, hat irgendwas geklebt. Was auch immer das ist. Wahrscheinlich ja irgendwie so Kleber vom Block. Sehr schön. So, das waren die vier neuen Creative Paper Collection Blöcke, Bücher. Hammer. Also mein absoluter Favorit ist der hier. Den werde ich mir definitiv ein zweites Mal holen. Den werde ich auch verarbeiten. Und ja, sind alle schön, um Gottes Willen. Also wirklich, die sind richtig klasse. Aber mein Favorite ist auf jeden Fall dieser hier. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, welcher euer Liebling ist. Und ich hoffe, dass sie bald ankommen. Ja, also für mich ist das der schönste. Und dann kommt der hier, weil da auch so wunderschöne Farben drin waren. Und auch der grüne, da kann ich mich gar nicht richtig entscheiden. Also auf jeden Fall, das ist Nummer eins. So, ihr Lieben. Ja, viel Erfolg bei der Jagd. Ich hoffe, ihr bekommt die alle für 1,99 echt einen Schnapper. Mega, freue ich mich drauf. Und ja, dann habe ich noch eine kleine Kleinigkeit, die ich bekommen habe und die zeige ich euch jetzt. So, in der Weihnachtsabteilung neu. Die Mäuschen, die 1,49. Es gab Wichtel und es gab die Mäuse, einmal mit einem blauen Kleid. Ich habe mich aber für das rosa Kleid entschieden, weil es hierzu den Mäuserich gab. Und ich fand den so niedlich. Ich mache mal auf. Das habe ich natürlich nicht vorher aufgemacht, damit ihr den auch so sehen könnt. So ganz, guck mal. Also ich finde ihn niedlich. Es glitzert, es ist sinnlos, ich muss es haben. Ich habe mir gedacht, vielleicht bei so einem Weihnachtshaus davor oder Explosionsbox oder einfach nur so zum Anschauen, weil es so niedlich ist. Aber auch das ist ja Geschmackssache. Und jetzt kommt das Mausemädchen. Warum hängt das hier? Egal, gucke ich später nach. Das sieht so aus. Guckt mal. Niedlich, oder? Guckt mal. Das schön in der Explosionsbox oder beide zusammen. Ich finde die niedlich. Also ich finde die total süß, deswegen durften die mit. So, und jetzt allen Unkenrufen zum Trotz. Ich habe mir Stifte gekauft. Ist ja unglaublich, oder? Und was ich damit vorhabe, zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Die habe ich
nicht einfach so gekauft, weil ich sonst nichts zu kaufen hatte. Ich bin schon länger rumschlawenzelt. Ich habe ein paar Blautöne gesucht und hier ist so alles Mögliche drin an Blautönen. Ich zeige die euch mal. Und damit habe ich was Bestimmtes vor. Und ja, da könnt ihr gespannt sein. Ich lasse die jetzt noch zu. Da werde ich ein separates Video zu machen. Und ja, schauen wir mal. Also schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, verpasst ihr kein Video mehr. Kommt in meine Facebook-Gruppe, meldet euch an zum ATC-Tausch und ja, fröhlich geht's weiter, ihr Lieben. Bleibt gesund, wir sehen uns. Tschüss!